Hallihallo, Ubuntu 16.04, Senja, Servus oder wie auch immer das ausspricht. Ich mache gerade mein Video, muss ich mal gerade zuklicken. So. Jetzt sind wir gerade so auf der Ziellinie, ist bald fertig mit Senja hier, ne? Also das am 21. kommt es offiziell raus. Wir sind jetzt am Sonntag, den 17., also ein paar Tage zu früh. Im Moment sieht es noch so aus. Ich habe gelesen, Python sollte eigentlich in der Version 3 mal drauf kommen. Im Moment noch in der Version 2.7 drauf. Unity habe ich 7.4.0. Optional kann man auch Unity 8 installieren, wird aber von abgeraten momentan noch. Schauen wir mal, es ist auch ein Tablet in Vorbereitung bei mir, ne? Damit ich mal Ubuntu 16.04 auf dem Tablet euch zeigen kann, habe ich bestellt, ist noch nicht da. Schau mal, bis dahin, das Ubuntu Software Center, das ist jetzt nicht mehr das Ubuntu Software Center, sondern das Nomi Software Center geworden mittlerweile, ne? Hier sieht man dann zum Beispiel die installierten Programme, wunderbar, funktioniert prima, mittlerweile hat sich das gefüllt. Als wir das letzte Mal geschaut haben, da waren ja noch so einige Sachen nicht installiert. Und jetzt ist es soweit, man kann es wunderbar nutzen. Von Snappy sehe ich hier allerdings nichts. Das ist alles noch so apt-basiert. Wie man den Launcher nach unten verschiebt, hatte ich schon gezeigt. Hintergründe haben wir neue. Hintergründe für Senja Zeros, sehr schöne. Hier zum Beispiel eine Uhr, ne? Da steht nämlich Terminal drauf, das passt deshalb weniger, weil er in New York ist. Die Seifenblasen, diverse schöne neue Motive, mittlerweile unter Senja Zeros. So, das ist irgendwie so ein ganz merkwürdiges Tier wieder, also das kann wieder kein Mensch aussprechen, was XX jetzt heißt, deshalb habe ich einfach Senja Zeros XX als, ja, als Prompt genommen hier in meinem Terminal. Gut, dann habe ich mal geguckt, Grafikkarten, irgendwas mit AMD habe ich gelesen. Mit AMD soll irgendwie bestimmte Treiber wegfallen, kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe Nvidia hier. Zusätzliche Treiber habe ich jetzt mal geguckt bei mir. Außerdem standardmäßig installierten Nouveau-Treiber, der eben etwas zu langsam ist, waren dann noch diverse andere Nvidia greifbar. Ne? Also Nvidia-Leute haben anscheinend kein Problem. Und dann habe ich da in dem Zuge, weil mir die Seifenblasen hier unter Senial doch irgendwie bekannt vorkommen, habe ich Super TuxCard mal ausprobiert, ne? Ob das schnell genug läuft. Und das läuft schnell genug. Bei mir laden wir doch mal so. Und da sehen wir auch wieder die Seifenblasen, die mir so furchtbar bekannt vorkamen. Ne? Also die da. Und wir lassen einfach mal Senja Zeros mal ein paar Minuten, ein paar Runden fahren. Denn dafür ist er schließlich da. Ne? Darauf warten wir ja endlich, dass wir ein benutzbares XX haben. Ne? Senja Zeros. Was mit dem Snappy ist, werden wir vielleicht noch sehen. Ich hatte ja diverse Videos schon mal gemacht. Ob das jetzt wirklich Standard wird, ich weiß nicht. Im Moment sieht mir das alles noch schwer basiert aus. Macht ja auch Sinn, ne? Denn ihr müsst ja denken, es kommen ja die Umsteiger von 12.04, von Ubuntu 12.04. Die haben ja auch eine LTS. Und die LTS ist ja jetzt irgendwann mal durch, ne? Von 2012. Ja, die läuft zwar auch immer noch so ein bisschen, ne? Das überschneidet sich, aber eigentlich müssen die jetzt mal so langsam umstellen, ne? Umstellen auf die neueste Ubuntu-Version, das wäre dann für die dann quasi 16.04, und wenn die dann auf ein Betriebssystem stoßen, was gar nicht mehr kompatibel ist zu Ubuntu 12.04, wäre das natürlich doof, ne? Vor allen Dingen, ja, wäre das taktisch unklug für jemand, der ein Betriebssystem platzieren will, ne? Also ich denke, das wird kompatibel bleiben und nichts Schlimmes zu erwarten. Ne? Deshalb sieht das auch mehr oder weniger noch immer noch genauso aus wie vorher. Ubuntu 16.04, damit die Ubuntu 12.04er Leute auch weiterhin Ubuntu so benutzen können, wie sie es gewohnt sind. Ne? Jetzt also kein Ding. Also wir sehen, Grafik funktioniert übrigens ganz nett. TuxCard ist, glaube ich, jetzt eine neuere Version als vorher. Diese Bewertungen sieht man übrigens dann im Software Center.
Ja gut, das ist jetzt auch nichts Neues, aber ich wollte das jetzt ein bisschen rüber schieben, damit man so ungefähr die Grafik noch so ein bisschen sieht. So, und hier kann man nämlich dann suchen nach zum Beispiel Super Tux, ne? Weil das Software Center kennen wir ja so eigentlich nicht. Ne? Da war ja vorher ein Ubuntu Software Center und da hat es dann auch hier die Bewertungen, Rezensionen, der fantastisch tolle Spiel, fünfmal super. Und hier steht die neue Version ab 082, also die ist ja schon weiter, bietet sogar komplett überarbeitete Grafik-Engine. Ne? Und deshalb konnte ich hier mit der Grafik-Engine mal so ein bisschen rumspielen. Deshalb konnte ich hier mit dem Tux mal ein bisschen rumfahren. Also, Xenial Zeros. Spielt mal ein bisschen mit, macht Spaß. Vielleicht den Tux hier, ne? Tux-Card als Indikator nehmen, wie schnell läuft euer Grafiktreiber oder auch nicht. Wenn zum Beispiel keine Reflexionen da sind, wenn ihr zum Beispiel unter Bäumen keine Reflexionen habt, ich versuche jetzt gerade mal, wo waren das mit den Bäumen? Da kann man schon mal sehen, ist Grafik hochperformant eingestellt, sage ich jetzt mal so, ne? Um diese Grafik Schatten, Licht und Schattenwürfe zu machen, muss man das ziemlich weit hochdrehen in den Einstellungen. Und wenn das funktioniert, dann habt ihr wahrscheinlich den Grafiktreiber pfiffig am Laufen. Und wenn sich dann der Tux immer noch relativ geschmeidig hier durch die Botanik wühlt, an Nessis Teich vorbei, dann ist das nichts Verkehrtes. Also das ist, geht, ne? Falls nicht, dann falsch, ne? Dann wäre das nicht so gut, dann habt ihr vielleicht nicht so richtig den Grafikkartentreiber eingestellt. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.